Herzlich willkommen an alle zu unserem heutigen Webseminar. Wir haben ja ein, sage ich mal, aus der Reihe Webseminar heute. Und zwar geht es um Social Media für Unterkünfte. Und wir haben heute einen ganz lieben Gast bei uns, und zwar die Caroline Petersen von Fevo Coaching. Genau, da ist sie auch schon. Genau, ich sag heute gar nicht viel. Ich habe zwei, drei Infos noch mit dabei und würde dann auch schon an die Caroline übergeben. Vielleicht kurz für die, die dabei sind, die uns noch nicht kennen. Wir sind der OBS, wir sind Ansprechpartner, Expertenteam rund um die Online-Vermarktung von Unterkünften und Erlebnissen. Mein Name ist Melanie Weißmeier und im Hintergrund ist noch meine Kollegin, die Frau Christina Stör, dabei. Genau. Dann für alle, die Caroline noch nicht kennen, genau hier einmal, wir haben es schon in Live gesehen. Sie wird sich aber selber gleich für euch vorstellen, was sie so tut, was dahinter steckt. Und ich habe noch eine technische Sache dabei. Sie haben alle am unteren Bildschirmrand die Möglichkeit, bei Frage und Antwort F und A eine Frage einzutippen. Nicht ungeduldig sein. Spätestens am Ende vom Webseminar beantworten wir alle Fragen. Gern, wenn irgendwas unklar ist, einmal hier die Frage eintippen. Wenn Sie die Frage anonym senden möchten, müssten Sie einmal unten links bei Anonym senden den Haken setzen, damit der Name nicht mit erscheint. Das vielleicht noch kurz als Info. Und bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch ganz kurz ein paar Infos zu uns dabei, für die, die dabei sind und uns noch nicht kennen. Wir helfen Unterkünften dabei, online buchbar zu werden. Das heißt, wir betreuen die Gastgeber, egal von welcher Größe, von einer Ferienwohnung bis zu größeren Häusern. Machen quasi es einfach möglich, auf vielen Plattformen online buchbar zu sein. Man sieht hier in der Mitte schon so eine kleine Grafik, wo man den ein oder anderen Namen von großen Buchungsportalen liest. Das heißt, dass es das. Und also diese Portale können wir sie alle schnell und einfach anschließen. Gepflegt wird nur an einer zentralen Stelle. Das macht das Ganze so einfach und unkompliziert für Sie. Positiv ist auch, dass man sich das Ganze mal relativ unverbindlich anschauen kann. Sie zahlen keine Fixkosten oder Einrichtungskosten, wenn Sie bei uns mitmachen, sondern wirklich nur im Erfolgsfall. Erfolgsfall bedeutet, sobald eine Buchung abgewickelt wurde, bezahlen Sie. Ansonsten ist das Ganze kostenfrei. Das kurz zu uns. Gern, wenn noch Fragen sind, einfach im Anschluss auch bei uns melden. Und ich würde das Wort schon übergeben. Du darfst einmal mit uns gern deinen Bildschirm teilen. Sehr, Ich sehr gerne. Vielen Dank. So, ich hoffe, sieht man meinen Bildschirm? Nein, Melanie? noch nicht. Neue Freigabe. Mal kurz gucken. Eine Freigabe ist gestartet. Freigeben. Nochmal. Gucken wir mal eben. Jetzt glaube ich, Jetzt ne? sieht's gut aus. Ja, was ist Perfekt. denn? Mein zweiter Anlauf. Manchmal ist das einfach so. Super. Ja, erstmal herzlichen Dank für die ja, spontane Einladung. Ihr wart bei mir auf Instagram im Live und ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, so ein bisschen was über Social Media für Unterkünfte zu erzählen. Wir haben uns kennengelernt hier auf der Superstay Live in Augsburg und da hat sofort die Chemie gestimmt und ja, jetzt gibt es eine Synergie zwischen Hamburg im Norden und Regensburg im Süden. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Gut. Genau. Moin. Das ist mein Moin. Ich komme aus Hamburg. Ich bin Ü50, sage ich jetzt mal. Und ja, ich bin Fevo-Expertin im Bereich beim Start in der, bei der, ich unterstütze ja, Besitzerinnen von Ferienimmobilien beim Start in die Fevo-Vermietung. In Richtung ausgebuchte Fevo, Wunschgäste und auch Top-Bewertung inklusive. So ein bisschen nach unten gerutscht, das macht aber nicht ganz so viel. Also es ist so, dass ich wirklich so ein ganzheitliches Konzept anbiete. Ich mache das online alles, das heißt also per Zoom. Und einer meiner Steckenpferde sind nicht nur der Start in die Ferienvermietung und die Optimierung, auch Social Media, speziell Instagram.
Ich werde heute ein bisschen was über Social Media erzählen, auch verschiedene Social Media Kanäle mal unter die Lupe nehmen, aber gebe auch ganz zum Schluss 4 Tipps für den Start in die erfolgreiche Vermarktung über Instagram. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende zu bleiben. Gut. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Wege der Vermarktung und ich habe ja viele Kunden auch schon in den letzten Jahren jetzt betreut. Viele vermarkten selber und eigenständig, zum Beispiel über Portale, ein Portal, mehrere Portale, nutzen Agenturen, geben alles komplett ab, dann zum Beispiel wie viele Agenturen in der Nord- und Ostsee zum Beispiel, die gar nichts mit der Vermietung zu tun haben wollen. Man vermarktet über die Webseite, über lokale Tourismusbüros, über euch natürlich auch, nutzt euren Service, den ich sowieso großartig finde. Man macht Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch Kleinanzeigen, zum Beispiel Werbeanzeigen. Eigentlich ist im Prinzip alles möglich. Man hilft sich oder macht ganz, ganz viel alleine. Was aber ganz noch oft unterschätzt wird, also erst in den letzten Jahren so ein bisschen populärer geworden, ist ganz klar Social Media. Was heißt denn jetzt hier eigentlich Social Media? Und ach so, genau, das vielleicht als erstes, genau. Frage, wer nutzt denn eigentlich bereits von Ihnen oder von euch schon Social Media Kanäle, die hier jetzt mal eingeblendet sind? Also bis jetzt kein Interesse, kann ja sein. Dann vielleicht Instagram, Facebook, WhatsApp, vielleicht eine Kombination. Oder man ist jetzt hier dabei und möchte gerne was dazu lernen und ja, vielleicht gegebenenfalls später auch zeitlich starten. Also magst du die Umfrage? Hat es klappt das? Ja, eine Sekunde brauche ich. Er hat mich kurz jetzt da raus, aber es geht gleich los. Also Sie können gleich abstimmen. Bis Perfekt, ich eine bin ja sehr Sekunde. neugierig, wer denn jetzt hier so vertreten ist. Ja, gleich geht's los. Er lädt. Wir haben 2 Umfragen insgesamt, eine ganz am Anfang, eine ganz am Ende. Also relativ entspanntes Webinar auf jeden Fall heute. Aber ich bin echt gespannt. Ich baue die Spannungskurve auf. Ja, genau. Sehr gut. Perfekt. So. Ah, jetzt sehe ich die Umfrage, ja klar. Aha, Instagram 1, 2, noch nicht, möchte gerne. Bin mal gespannt. Guck mal, 57 Teilnehmer, mal gucken, ob sich alle trauen. Ja, passiert schon einiges auf jeden Fall. Cool. Kombination ist hier vertreten. Das gibt es auch, also dass nicht nur irgendwie ein Kanal genutzt wird, sondern auch gleichzeitig mehrere. Das ist auch möglich, genau. Auch nicht unüblich. Facebook, WhatsApp auch ein bisschen, ist interessant. Guck mal, 43 von 53 haben dran teilgenommen. Super. Denke mal, haben wir ein ganz gutes Bild. Also viele 22 würden ganz gerne, also haben noch nichts damit zu tun, möchten aber gegebenenfalls mit Social Media starten, um da auch ihre Ferienimmobilie oder Immobilien darüber zu vermarkten. Gefolgt dann direkt von Instagram. 11 von 47 haben gesagt, die nutzen bereits Instagram. Frage ist, wie stark bereits, also vielleicht noch ganz am Anfang oder auch schon mittendrin und auch bereits in Buchung, das werden wir mal sehen. Gefolgt von Facebook und eine Kombination WhatsApp ist ganz am Ende. Super, super interessant. Vielen, vielen Dank. So, jetzt geht's weiter. Mal gucken, das müsstest du das wegklicken, glaube ich. Ich kann es nicht wegklicken. Ist eigentlich schon beendet. Ich kann es jetzt nicht. Ah ja, gut, ich muss einmal weiterklicken. Ah ja, okay. Perfekt. Siehst du die Umfrage jetzt auf meinem Bildschirm? Nein. Okay, alles klar. Genau, also ich habe mal Social Media mal das rausgesucht. Was heißt denn eigentlich Social Media? Und das ist von der Social Media Academy habe ich das einfach mal rausgezogen, wortwörtlich.
Also soziale Media und soziale Medien sind digitale Kommunikationskanäle, die der Vernetzung dienen, der Kommunikation dienen untereinander. Das heißt also, man merkt richtig, der Kommunikation dienen. Es ist ganz anders als gegebenenfalls über ein Portal zum Beispiel. Da ist die Kommunikation sehr einseitig oder auch vielleicht auf der Webseite. Also Social-Media-Kanäle sind wirklich zum Kommunizieren da. Und das sollte man auch wissen, bevor man ehrlich gesagt auch anfängt. Also wenn man wirklich auch mit dem Kontakt mit den Gästen treten möchte, mit Interessenten, mit vielleicht auch anderen Ferienvermietern, ist das ein ganz, ganz tolles Medium. Aber es gibt nicht nur eben das eine, es gibt verschiedenste Kanäle. Und die habe ich einfach mal mitgebracht. Eines der größten, und es wird auch immer noch, ich glaube, würde mal sagen, es wird auch am stärksten genutzt. Ich habe auch nachher noch ein paar Zahlen mitgebracht. Das ist definitiv WhatsApp, wird immer größer und größer. Gehört auch zu dieser Meta-Gruppe, genauso wie auch Instagram und Facebook, wenn man das noch nicht wusste. Also die drei gehören zusammen. Also WhatsApp ist riesengroß und nutzt wirklich, glaube ich, fast jeder. Nicht ganz so bekannt, speziell eher so von ja, Do-it-yourself-Geschichten, Rezeptvorschlägen oder ähnliches. Das ist dann Pinterest. Instagram, das Logo von Instagram, das kennen wahrscheinlich schon relativ viele auch. TikTok, wenn Sie Kinder haben oder wenn ihr Kinder habt, dürfte dieses Logo auch bekannt sein. TikTok spielt auch eine relativ große Rolle, ist ein sehr großes Medium oder ein sozialer Kanal, gerade speziell für Videos. YouTube nimmt immer weiter auch an Fahrt auf. Und am Schluss ist auf jeden Fall Facebook. Das sind so einer der größten. Es gibt noch viele, viele mehr. Und es gab auch eine Verschiebung zu Zeiten von Corona. Ja, dann wurde alles noch ein bisschen zurechtgerückelt. Da gab's, das war ganz interessant. Ich habe mal ein bisschen noch mal so die Gegenüberstellung, gerade von Facebook und Instagram, weil das sind die beiden größten, gerade auch die, die hier auch genutzt werden. Also Facebook wurde 2004 entwickelt und hatte ursprünglich eine ganz andere Idee dahinter von Mark Zuckerberg. Da ging es mehr eigentlich um eine Kommunikation unter Universitäten, unter den Studenten. Ist dann so öffentlich geworden, Kontakt zu Familie und Freunden. Und heutzutage ist es ein ganz großer Kanal für Gruppen. Gruppen jeglicher Art finden und tummeln sich auf jeden Fall auf Facebook. Die Inhalte sind generell länger, viel größer. Man kann Dokumentationen und hinterlegen oder ähnliches. Es gibt weniger Interaktionen und die Reichweite ist generell etwas kleiner. Auf der anderen Seite 2010 entstand Instagram oder wurde Instagram entwickelt. Und man könnte ja meinen, das ist von Facebook gewesen. Nein, Facebook hat 2012 Instagram gekauft. Und der Fokus von Instagram ist ein ganz klarer Austausch auf Fotos und Videos. Und es ist viel schnelllebiger. Also es gibt kurze, knackige Inhalte. Und durch diese persönlichen Einblicke und die Interaktion über Reels, Stories und Beiträge gibt es eine höhere Reichweite und mehr Interaktion. Also man sagt zumindest, es ist die kleine Schwester, aber mittlerweile hat Instagram Facebook ein wenig überholt. Jetzt komme ich nicht weiter. Ah ja, genau, einmal ein Klick. Das heißt also, von Facebook zu Instagram gab es einen großen Schwenk zu Zeiten von Corona. Da sind viele von Facebook Richtung Instagram gewechselt und viele von Instagram auch Richtung zum Beispiel TikTok oder ähnliches. Also die Struktur, die Altersstruktur hat sich auch geändert. Ich habe noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Manchmal sind die ja immer ganz interessant. Jetzt hier in den Größen nochmal. Also 84% hat WhatsApp, ist das der beliebteste Social-Media-Kanal in Deutschland. Die Daten stammen von Statista aus im letzten Jahr von 2023, aber wie gesagt, das sind deutsche Zahlen. Und dann eben gefolgt schon mit 62%, also da gab es eine Veränderung bei Instagram, gefolgt von 60% Facebook und 36% TikTok. Und was ich auch interessant finde, 44% aller Deutschen nutzen Instagram. Also eigentlich fast jeder Zweite. Und jetzt war ich natürlich neugierig. Es gibt Länder, die, und das ist jetzt wie gesagt Deutschland, es gibt Länder, die haben fast 90-prozentige Nutzungsrate. Da habe ich auch mal geschaut. Das sind die Vereinigten Arabischen Emirate.
gefolgt von der Türkei und von Chile. Also die sind doppelt so stark unterwegs wie wir, aber 44%, das finde ich schon eine starke Durchdringung auf jeden Fall. Das heißt, also in 2023 hat dann Instagram, Facebook, also gerade erst im letzten Jahr ein wenig überholt, also abgelöst an Popularität auf den Social-Media-Kanälen. Das sieht man auch an den Zahlen, das sind Prognosen, auch von Statista, zwar aus 2022, aber ich denke mal, es geht in die ähnliche Richtung. Also die monatliche Nutzungsrate weltweit in Jahren wird immer größer und größer. Also es wird wahrscheinlich erstmal kein Ende nehmen. Und das finde ich absolut interessant. Die Zahlen sind in Milliarden. Jetzt, wo wir jetzt bei 1,3 sind, werden wir irgendwann bei 1,5, 1,6 Milliarden User monatlich auf Instagram sehen. Und jetzt kommt's, das ist das Interessante ja, auch die Altersstruktur. Warum solltet Sie oder warum solltet ihr denn auf Instagram eure Ferienimmobilie vermarkten? Das hat ganz klar was mit der Altersstruktur zu tun. Als ich angefangen habe, und ich bin ja selber Vermieterin, war mir das total wichtig. Ich wollte unbedingt das ausprobieren. Funktioniert Instagram für meine Ferienvermietung? Und ich sage, ja, es funktioniert. Und da war noch die Altersstruktur noch ein bisschen anders. Das war also kurz hinter Corona. Da war es noch eine kleine Veränderung. Aber das war ganz interessant zu sehen. Es gibt vier große Altersstrukturen in Instagram. Ab 70, die 50- bis 69-Jährigen, die 30 bis 49 und die 14 bis 29. Ich meine, welch Wunder wahrscheinlich, die ab 70-Jährigen, das ist die kleinste Gruppe. Ja, die haben also eine ganz kleine Anzahl, 3% machen die gerade mal aus. Aber die größte Gruppe, ist wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, sind die 14- bis 29-Jährigen. Aber jetzt kommen die beiden Altersgruppen, die für uns interessant sind, für mich auf jeden Fall als Vermieterin, nämlich mit 13% und 39%. Das sind die 50 bis 69-Jährigen und die 30 bis 49-Jährigen. Und jetzt überlegen Sie sich mal oder ihr euch mal, was ist denn eure Wunschzielgruppe vom Alter halt her? Was sind eure Lieblingsgäste? Wie alt sind die ungefähr? Und vermutlich sind die irgendwo in dieser Altersgruppe oder einer dieser beiden Altersgruppen drin. Hier habe ich die beiden auch noch mal ein bisschen eingekringelt und die machen bereits jetzt schon, also diese beiden Gruppen von 39 bis 69 machen bereits 52% aller User von Instagram aus. Das heißt also, jetzt mit Instagram anzufangen, kann ich nur sagen, ist auf jeden Fall auf dem sicheren Weg, darüber Kunden zu gewinnen. Diese Aussage finde ich so schön. Die hat mal eine Kundin zu mir gesagt, Instagram ist für sie das neue Google. Instagram ist unfassbar großartig, um sich inspirieren zu lassen. Und ich habe einfach mal ein paar Fotos genommen von Instagram-Accounts, die alles, was mit Ferienimmobilien zu tun haben, überall mit Urlaub. Und man kann sich richtig vorstellen, vielleicht oben links in der Toskana, keine Ahnung, ich war mit meinem Mann unterwegs, irgendwie in den Weinbergen und dann sitzen wir am Abend auf diesen schönen Lounge-Sesseln und Sofas und trinken ein Glas Wein und gucken da in die Berge zum Beispiel. Oder ich gehe morgens früh aus meinem Bett, hole mir meinen Kaffee und gehe dann auf den Balkon und gucke mir die Berge an. Also es ist so, dass Instagram sofort Lust macht, oh, da möchte ich unbedingt Urlaub machen. Und das ist das, was meines Erachtens kein anderes Portal, kein anderer Social-Media-Kanal, keine Webseite so gut transportieren kann wie Instagram. Und hier sind es jetzt nur Fotos. Instagram hat ja die Möglichkeit, Fotos und Videos miteinander zu kombinieren. Ich habe mal drei Beispiele mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht sogar heute daran teilnehmen, aber das sind Kunden auch von mir, die teilweise auch bei mir in den Trainings gewesen sind. Was Instagram eben noch kann. Ich weiß nicht, ob es hier schon mal ein Webinar zum Thema Corporate Identity gab. Melanie, was? Ne, genau. Also es geht ja so, dass das gerade bei Ferienimmobilien es so wichtig ist, wie der Außenauftritt ist. Und darin spielt sich ganz stark natürlich auch die Farben, die Schriftarten, die Webseite, dass es eine Art Wiedererkennungswert gibt. Und ganz links, die Holla die Boddenfee, das so heißt auch die Ferienimmobilie auf Rügen, die Vermieterin zeigt sich da auch,
hat diese Farbwelt von ihrer Webseite, und das kann sie nicht irgendwie auf irgendeinem Portal, das kann sie aber auf ihrer Webseite und das kann sie hier auf Instagram wunderbar mit einbringen. Das heißt, ihr Logo ist ganz oben links mit dieser kleinen, ja, ich nenne das jetzt mal Qualle oder Bottenfee, hat sie ganz oben links. Und unten drunter hat sie diese Farben vom Meer, vom Himmel übernommen, wie eben das auf Rügen halt ist. Und wenn man dann auf der Webseite ist und gleichzeitig hier auf diesem Account, hat man einen ganz großen Wiedererkennungswert. Das Gleiche ist bei der Orange Lounge, wie das auch sagt, das ist eine Vermieterin in Österreich am Attersee. Und die ist noch relativ frisch auch am Markt. Die hat letztes Jahr erst gestartet mit Ferienvermietung. Und die macht es auch schon so, dass sie wirklich auch ihre Farbwelt auch mit einbringt in ihre Fotos, in ihre Bilder, in ihre, genau, in ihren, ja, in ihre Texte. Also man merkt richtig, Orange Lounge, das ist wirklich also ein tolles Konzept meines Erachtens. Und ganz rechts das Wiesenchalet im Sauerland, auch letztes Jahr erst angefangen als Ferienvermieterin. Sie zeigt es sehr viel auch als Vermieterin in ihrem Account. Und sie ist diejenige, die fast zu, ich nenne jetzt mal 90% bestimmt Buchung rein über Instagram bekommt. Also es ist wirklich eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Und das sage ich mal bei vermeintlichen 2000 Followern etwas mehr. Also drei tolle Beispiele, drei tolle Vermieterinnen mit drei unterschiedlichen Konzepten, unterschiedlichen Strategien, aber alle drei extrem erfolgreich. Vorteile nochmal von Instagram. Ich habe dir jetzt alle mal ja hingeschrieben. Also, ich fange mal oben links an. Also es gibt die gezieltere Ansprache über Instagram. Also gerade wenn man zum Beispiel vielleicht irgendwie einen Ferienhof hat und die Zielgruppe ist Familie mit Kindern, kann man ganz großartig das auch mit einbinden. Man muss die Kinder gar nicht zeigen, man kann die von hinten zeigen, man kann Spielplätze zeigen, man kann Ausflugstipps zeigen, man kann sich selber als Vermieter zeigen, wenn man möchte, und zeigen, was man eben einfach bietet für Familien mit Kindern. Das Foto in der Mitte mit dem Sonnenaufgang, das ist bei mir selber zum Beispiel, da weiß man sofort, oh, Sonnenaufgang, das fühlt sich schon richtig nach Urlaub unbedingt an. Was man auch gut machen kann ist, und da habe ich links, ist dieses Welcome Back bzw. Stammgäste oder auch überhaupt neue Gäste. Was man sehr gut machen kann ist, wenn man eine neue Buchung zum Beispiel bekommt. Na, es kommt eine neue Buchung rein über irgendeinen bestimmten Kanal, muss jetzt gerade nicht Instagram sein, kann man dem Kunden bereits schon den Link schicken zum Instagram-Account, zu ihrem Instagram-Account, wo man schon Lust macht auf den Urlaub, den der Kunde jetzt dann erwartet zum Beispiel. Oder umgekehrt, Blick hinter die Kulissen. Ich habe jetzt eine Kundin am Kaiserstuhl, die hat sechs Ferienwohnungen, glaube ich. Und in allen Ferienwohnungen wechselt sie jetzt gerade die Kaffeemaschinen aus. Also wird sie ein Vorherbild zeigen und ein Nachherbild. Auch das ist ganz schwierig und nicht abbildbar auf irgendeinem Instagram-Account, auf einem Portal zum Beispiel oder auf der Webseite, dann wird da im Prinzip nur die neue Kaffeemaschine zu sehen sein, aber eben nicht die alte. Und so kann man sehen, was verändert sich vorher, nachher. Die Reichweite, von der habe ich schon gesprochen, die gibt es sehr, denn auch man braucht mit einem Instagram-Account, man braucht keine Webseite, denn man wird auch trotzdem gefunden über Google. Und da braucht man eben keine Webseite, weil man kann in Instagram das ein wenig steuern, dass man auch gefunden wird. Vermieter können sich vorstellen mit einem Foto, mit einem kleinen Video, speziell wenn sie vor Ort wohnen und die Gäste im Empfang nehmen und begrüßen zum Beispiel, ist das eine tolle Möglichkeit, einmal ein kleines Video einzustellen und sich vorzustellen mit der ganzen Familie, vielleicht mit dem Hund, mit den Kindern, wie auch immer. Direktbuchung, auch das, und das ist einer der größten natürlich Vorteile von Instagram, dass man eben direkt auf Instagram sie kontaktieren kann und fragt, sind die Termine noch frei? Kann man direkt buchen? Man kann auch einen Link integrieren, direkt zur Webseite zum Beispiel. All das ist möglich. Und die Frage kommt immer wieder gerne, was kostet das Ganze denn? Es kostet, sage ich jetzt mal, gratis. Ich habe das jetzt mal ein Tüdelchen genommen. Instagram kostet nichts. Instagram ist natürlich stark abhängig von Werbung. Wir müssen keine Werbung schalten. Es ist die Zeit, die Sie im Prinzip investieren, auf Instagram dann zu sein. Das ist dann Ihre Kosten, Ihre Zeit, die Sie investieren. Das heißt also gratis, ja, aber die Frage ist immer, wie viel Zeit investieren Sie? Aber es lohnt sich. Und die Beispiele vorhin, die haben wir, habe ich ja gerade eben gezeigt.
Vier Tipps bringe ich einmal kurz mit, weil das ist auch immer das, was viele sagen, wow, wo fange ich einfach an? Und ich weiß noch ganz genau, Himmel, als ich meinen allerersten Beitrag geschaltet habe, boah, ich war so aufgeregt, habe gedacht, was passiert denn? Kriege ich gleich eine Buchung? Bitte, ja, das wäre toll. Passierte gar nichts. Also daher gibt es jetzt mal ein paar Tipps für den Start und lohnt sich vielleicht auch noch, gerade vielleicht für die, die schon angefangen haben und gerade ein bisschen stocken, es lohnt sich auf jeden Fall auch, die nochmal zu berücksichtigen, diese vier Tipps. Als erstes, ich empfehle ich wirklich einen sogenannten Business-Account. Bei Instagram gibt es da verschiedene Account-Arten. Ich würde den Business-Account wählen. Warum? Und das habe ich einmal unter anderem eingekringelt hier. Beim Business-Account haben Sie die Möglichkeit, oder habt ihr die Möglichkeit, eure Adresse, wenn ihr wollt, zu hinterlegen. Und ich weiß nicht, ob man es ein bisschen sehen kann. Hier steht ja Everinghausen 46 Schalksmühle. Das ist ein bisschen blau hinterlegt, setzt sich vielleicht ein bisschen ab von der anderen Schrift. Wenn man darauf klickt, es ist automatisch, man landet in Google Maps und kann sofort sehen, ah, oh, Schalksmühle, ah, da ist Schalksmühle, ah, wie weit ist das von uns entfernt? Alles klar, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist ein ganz großer Vorteil auf jeden Fall von einem Business-Account. Also die Account-Art kann man ganz einfach verändern. Dann auf jeden Fall einen guten Steckbrief erstellen. Ein Steckbrief, der sofort überzeugt. Denn Instagram ist auf der anderen Seite nicht ganz so schnelllebig wie Facebook. Nein, umgekehrt. Facebook ist nicht so schnelllebig wie Instagram. Also Instagram ist ganz schnelllebig auf jeden Fall. Das heißt, es gibt nur wenig Sekunden, wenig Zeit, die du hast. Und die Leute scrollen einfach durch. Und du möchtest ja, dass die auf jeden Fall bei dir hängen bleiben. Daher ist es ganz wichtig, ein tolles Foto von der Aussicht zum Beispiel oder ein Logo oben als Profilbild einzupflegen. Dann habe ich rechts geschrieben, die wichtigsten Fakten. Für wen ist das? Also ist es vielleicht, sind es drei Ferienimmobilien, sind es für sechs Personen, wo liegt das? So wirklich die kleinsten, engsten, besten Fakten und dann auch sortiert nach der Wertigkeit. Also zum Beispiel hier Finca in Alleinlage mit Pool und Palm, da träumt sich doch jeder sofort schon an den Pool. Und dann kommen zum Beispiel drei Schlafzimmer, drei Bäder. Man kann das mit Abkürzung arbeiten, man kann mit Emojis arbeiten, aber man hat nur einen begrenzten Platz. Aber den sollte man wirklich absolut auskosten. Und dann als Tipp eben, hat man eine Webseite oder hat man vielleicht nur ein Portal oder hat nichts davon, kann man zum Beispiel entweder den Link für die Webseite einpflegen, für das Portal einpflegen oder einfach sagen, okay, für nähere Infos einfach eine Nachricht schreiben zum Beispiel. Also man braucht, wie gesagt, keine Webseite, um anzufangen bei Instagram. Dann würde ich wirklich empfehlen, eben nicht nur mit einem Beitrag anzufangen, wie ich das in der Zeit getan habe, sondern gleich mit neun Stück. Und das ist jetzt mal so ein Beispiel. Und zwar eine Mischung aus der Ferienimmobilie oder der Immobilien, je nachdem, mal was von außen, was von innen, vielleicht ein Ausflugstipp zum Beispiel oben rechts, dieses Schnorcheln, die Vermieter stellen sich vor. Das heißt, dass man wirklich sofort, wenn man auf den Account bei euch bekommt, sofort sieht, ah, darum geht es. Ah, diese Fotos sprechen mich an. Man kann das dann mit Schriften hinterlegen oder mit Musik teilweise auch hinterlegen, sodass das Ganze noch mal ein bisschen mehr Spaß macht. Die Möglichkeit, Beiträge, das sind jetzt neun Beiträge, neun Kacheln. Es gibt Einzelbeiträge, wo das oben links, das ist ein einzelnes Foto. Es gibt sogenannte Karussellbeiträge, da kann man 10 Fotos oder Videos hintereinander legen. Oder oben rechts ist ein sogenanntes Reel oder auch Video. In der Instagram-Sprache heißt es Reel. Das ist ein Video, was dann eben gezeigt wird und abgespielt wird, wenn man darauf dann klickt. Beiträge. Und wenn man nicht ganz so gut im Schreiben ist oder so viel schreiben möchte, das Gute ist gerade bei Videos, da reicht der Beitrag, kann relativ kurz und knackig sein. Wenn man sich vorstellt oder seine Ferienimmobilie vorstellt, sollte es ein bisschen länger sein, wie hier unten rechts, mit Emojis, mit Absätzen arbeiten, sodass das gut leserlich halt ist. Und ganz am Ende, das habe ich jetzt nicht reingenommen, mit Hashtags arbeiten. Das heißt also, ist wirklich, es lebt davon, ich sage mal, Fotos, Musik, Videos sollen sofort Lust machen, bei dir Urlaub zu machen. Und wenn man diese neuen Fotos dann hat oder diese neuen Beiträge dann hat, würde ich empfehlen,
mal dran zu bleiben. Wirklich mal dran zu bleiben. Nicht das Pulver sofort verschießen. Das wollte eine Kundin von mir 4 Wochen lang jeden Tag. Und da habe ich gesagt, und danach? Lieber weniger qualitativ gute Fotos und dafür ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche einen Beitrag zum Beispiel live schalten lassen. Also aktuell, ja, genau, live schalten lassen. Und was wichtig ist, und deswegen ist es ja auch Social Media, und das ist ja auch bei WhatsApp ähnlich, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, reagiere ich in der Regel ja auch darauf. Das heißt, auch hier ist das gerade wichtig bei Social Media, dass man, wenn man einen Beitrag live schaltet hier auf Instagram, dass man dann auch kommentiert bzw. Kommentare bekommt und darauf reagiert. Also es ist wichtig, dass man eben auch Texte schreibt unter andere Accounts zum Beispiel, also Interaktion. Das ist wie gesagt Social Media. Das ist nicht nur posten und ghosten, sondern wirklich kommunizieren, schreiben, was Nettes, wie ich unten das mal als Beispiel hier reingeschrieben halt habe. Und ich habe mal ein Ergebnis oder 2 Ergebnisse kurz mitgebracht hier. Die Orange Lounge, die war ja bei mir auch unter anderem im Training, die hat innerhalb von 4 Wochen ihre Followerzahl verdoppelt und bekommt wirklich auch richtig, richtig gute Anfragen und Buchungen auch darüber. Rechts ist eine Buchung, die ich mal bekommen habe oder auch bekomme, hatte also die vorhin mal rausgesucht gehabt. Also auch das, es ist nicht nur so, dass es nur verpufft im Weltall, sondern wirklich die Möglichkeit ist, Instagram kann man ganz, ganz großartig nutzen und genau, es ist nur wichtig, dran zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Und das sage ich allen. Es ist nicht da, einfach nur einen Instagram-Account zu haben und zu warten, dass das passiert. Es ist wichtig, auch regelmäßig aktiv dann zu sein. Genau. Jetzt die Frage, das war jetzt kurz und knackig. Wer denn jetzt Lust hat, überhaupt auf Instagram seine Phänomobil zu vermarkten, hat das ausgereicht, so als kleinen Appetitanreger, als Appetizer, zu sagen, okay, alles klar, dazu hätte ich richtig Spaß. Ich möchte, keine Ahnung, Fotos teilen, Videos teilen, ich möchte mich mal zeigen, Texte schreiben. Oder auch, die Frage ist, es gibt ja eine Kundin von mir hat immer gesagt, oh, ich traue mich nicht mit zu zeigen, ich möchte das nun ungern, obwohl sie vor Ort wohnt. Fand ich ganz interessant. Da habe ich gesagt, du Ingrid, nimm das allerschönste Foto von dir, was du ganz, ganz toll findest. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie hat diesen Beitrag geteilt, war ganz stolz wie Bolle und hat die meisten Kommentare bekommen. Und die haben sich so darüber gefreut, ihre Gäste haben sich so darüber gefreut, sie mal persönlich kennenzulernen. Das macht so einen großen Unterschied aus. Also fand ich ganz toll. Also ist eine Geschichte, die war, ist jetzt vor ein paar Monaten erst passiert. Ja. Oh, wow. Richtig Lust, weniger Lust. Ah, genau. Ich hoffe, richtig Lust auf jeden Fall. Also man merkt, ich mag es auch total gerne. Ich habe Spaß dran. Bin selber sehr stark auch auf tiefer Instagram. Und ganz ehrlich, ich nehme euch einfach mal, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ich habe mit Instagram mit Ü50 angefangen. Und das kann man alles lernen. Also, das ist wirklich möglich, kann ich nur so sagen. Genau. Hallo, Umfrage. Sehr interessant. Ich freue mich. Ja, hast auf jeden Fall bei vielen das Interesse geweckt. Genau. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Eine Sache habe ich ja jetzt noch zum Schluss. Jetzt kann ich, genau, ah, du bist jetzt schon ah, Ergebnis. Genau, super. 38 von 43 sagen, sie haben richtig Lust und 5 weniger Lust. Kann ich auch verstehen. Also, das ist am Ende, man muss sich einfach auch ehrlich zu sich selber halt sein. Und ich kann auch nur sagen, für einige sagen, boah, ich bin vielleicht schon auf Facebook oder ich mache schon irgendwas. Ich würde immer empfehlen, fangt mit einer Sache halt an. Versuch nicht alles Mögliche zu bespielen. Die Frage kommt vielleicht und die kam oftmals schon auch nach bei meinen diesen Webinaren. Instagram und Facebook gehören zusammen. Das heißt, man kann auf jeden Fall die Instagram-Beiträge auch in Facebook spiegeln, ja. Was ich nicht machen würde, ist auf verschiedenen Portalen oder beziehungsweise auf verschiedenen sozialen Kanälen zu sein und alles so ein bisschen halbherzig zu machen. Lieber sich seinen Kanal aussuchen. Für mich war es, wie gesagt, Instagram, weil ich die Vorteile gesehen habe. Gesagt, alles klar, Instagram gefällt mir so gut. Und dann investiere ich auch mal Zeit, 2, 3 Monate, überleg mir tolle Beiträge, Ausflugstipps, stell mal meine Fenobie vor und bleib da einfach auch dran, sodass man sich nicht verzettelt, sondern wirklich bei einem Kanal bleibt. Das wäre echt wichtig. Genau, so. Genau.
Wäre jetzt speziell, also Fragen können wir gleich nochmal beantworten zu dem Thema generell. Ich gebe natürlich auch Instagram-Trainings so und jetzt der eine oder andere hat mich jetzt schon kennengelernt. Wer aber mehr wissen möchte, der kann mit seinem Handy den QR-Code abscannen. Einfach die Kamera aufmachen, die Kamera-App aufmachen und dann mit seinem Handy den QR-Code abscannen. Und dann kommt man zu einem Terminkalender mit mir und kann sich dann einen Wunschtermin aussuchen. Und dann quatschen wir einfach mal, oder wie gesagt, wir schnacken mal, wie wir in Norddeutschland sagen, 30 Minuten und total unverbindlich. Und dann gucken wir, wo du stehst. Und dann gucke ich einfach mal, wie ich am besten dich unterstützen kann. Ich habe extra Termine für morgen nochmal freigeschaltet, wer sehr spontan ist. Morgen habe ich 5 Termine freigeschaltet. Ansonsten regelmäßig auch in den nächsten Wochen. Der Kalender ist immer aktuell. Ansonsten einfach eine E-Mail schreiben, auf die Webseite gehen. Und ich habe natürlich auch einen Instagram-Account, fevo.coaching, ganz klar. Prima. Kurz und knackig. Ja, perfekt, Caro, aber super interessant. Also für mich zumindest. Ich denke, für viele, die dabei waren, auch, was die Resonanz so aussagt. Wenn noch irgendwie Fragen sind, Sie können gerne noch in Frage und Antwort reintippen. Ich sehe schon, es ist momentan nichts offen. Es waren ein paar organisatorische Sachen, zwecks den Materialien, die danach noch, ob man die noch bekommt, das hat die Christina im Hintergrund schon beantwortet. Wenn zur Thematik noch Fragen offen sind, dürfen Sie gerne noch reintippen. Ansonsten habt ihr ja hier jetzt auch Instagram, Webseite, Mail, wenn noch was aufkommt. Genau. Genau. Einfach fragen. Also es gibt gar keine doofe Fragen. Also da einfach machen. Genau. Also Genau. deswegen. Also es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dieser kurze Einblick in Sachen Instagram, Social Media gesagt. Ich habe mich für Instagram halt einfach entschieden und muss sagen, bin da auch sehr, sehr happy mit darüber. Aber wie gesagt, Facebook, ich weiß, Facebook funktioniert auch gut. Ich war aber noch nie ein Facebook-Kind, deswegen habe ich mich einfach auch primär was dagegen entschieden. Und genau, und fahre mit Instagram sehr, sehr gut. Da kam noch eine Frage, das ist ja ein. Genau, du siehst das eh jetzt, oder? Die Ich Fragen? sehe da eins, warte mal, kann ich mal draufklicken? Gibt es rechtliche Dinge zu beachten zum Sachen Datenschutz? Auf Instagram speziell? Also man in dem Moment, wo man den Account anlegt, ist es so, dass man alle, ich sage mal, sein Herz an Instagram oder an Meta übergibt. Das ist ganz klar. Das ist auch bei WhatsApp bereits schon so. Das ist auch bei Facebook so. Was ist aber auf jeden Fall, was OBS, Buchungsservice über diese Frage? Genau. Jetzt ist die Frage weg. Weiß ich, jetzt ist die Frage weg. Ich sage noch ganz kurz mal was zum Thema Musik. Das hat nicht so sehr was mit dem Datenschutz zu tun, aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Man darf auf Instagram, wenn man eben einen Business-Account oder auch ein Creator-Account halt hat, das heißt wirklich aktiv auch mit seiner Immobilie in die Vermarktung halt geht, darf man keine Musik nutzen, die zwar Instagram anbietet, diese klassischen Popmusik, die rauf und runter dudeln Musik, das ist nicht erlaubt. Da gibt es ganz klare Richtlinien. Das sage ich aber auch in meinen Trainings auf jeden Fall. Und ich würde, wie gesagt, ansonsten Fotos teilen mit Personen, da wäre ich auf jeden Fall auch vorsichtig. Solche Geschichten würde ich auf Instagram auch nicht tun. Das heißt also zum Beispiel auch die, die ich jetzt geteilt habe, hier die Beispiele mit den drei Vermieterinnen, habe ich Kontakt gehabt. Ich habe sie gefragt, ob ich das teilen darf. Das würde ich ansonsten auf keinen Fall auch sonst tun. Gut. Dann ist erstmal nichts offen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich, dass du da warst. Wir gucken mal, vielleicht wiederholen wir das irgendwann zu gegebener Zeit mal nochmal. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und war super gut von deiner Seite da mal zu dem Thema ein bisschen Input zu bekommen. War super interessant. Wir schauen mal, wie gesagt, wenn noch Fragen offen sind, dann melden Sie sich gerne einfach bei Caro oder machen sich mal einen kurzen Termin aus. Es lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben, wie du schon gesagt hast. Und ja. Danke dir auf jeden Fall. Danke euch für die Einladung. Es hat mich gefreut und ich konnte ein bisschen, vielleicht ein bisschen
ja, Lust machen auf Instagram oder auf anderen Social-Kanälen. Und das ist, wie gesagt, eine tolle Möglichkeit als Ergänzung auch zu euch, ne? Auf Als jeden euren Fall. Service oder die Vermarktung selber in der Hand hat, dass man diesen Weg einfach auch geht, weil der wird unterschätzt und er wird immer populärer. Und wer den, ich sag jetzt mal, das jetzt verschläft, es wäre schade drum. Also tolle Gelegenheit, wirklich darüber Gäste zu gewinnen. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Dann So ist herzlichen es. Dank. Dank dir und natürlich auch jeder, der sich jetzt entschließt, demnächst sich anzumelden bei Instagram, gern auch OBS einmal folgen, dann verpassen sie da auch nichts mehr, Genau. keine Neuigkeiten. Und dann sage ich schon mal Tschüss, Caro, wir hören uns und wünsche noch allen einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Macht's gut, ihr Lieben.